Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch bei Kachelmann Wetter an diesem Freitag und wir schauen natürlich auf die Vorhersage für die kommenden Tage. Aber gestern Abend ist ja der neue Langfristtrend des europäischen Wettermodells gekommen. Da schauen wir uns gleich mal an, was der berechnet für den weiteren Juniverlauf und auch mal so Anfang Juli ganz vorsichtig einen Blick. Man kann also schon gespannt sein, was die neuesten Karten zeigen. Ja, kurz ein Rückblick mal zu gestern. Was waren das für Temperaturunterschiede? Wir sehen zunächst mal das Satellitenbild, wie feuchtere Nordseebrühe mit dichter Bewölkung so vor allem nach Niedersachsen, teilweise ins nördliche NRW geströmt ist. Und da gab es einfach riesige Temperaturunterschiede. Einfach mal um 14 Uhr gestern, Bremen 13 Grad. Da ging es dann auch nachmittags kaum höher von der Temperatur. Gleichzeitig weiter südlich, so im Rhein-Main-Gebiet, da hatten wir sogar schon um 14 Uhr 26 Grad. Ja, das war eben diese kühlere, feuchte Nordseebrühe, die dort in den Nordwesten eingeflossen ist. Ja, und damit können wir es auch in den kommenden Tagen immer mal wieder im Nordwesten, speziell so in Nordseenähe, zu tun haben. Schauen wir kurz auf das heutige Satellitenbild vom heutigen Morgen. Wir sehen, es ist doch diese hochnebelartige Bewölkung mal so etwa in einem Streifen bis in die Landesmitte vorangekommen. Und dann sehen wir noch so ein zweites Wolkenband, was etwas weiter nordöstlich liegt. Das markiert so eine schwache Kaltfront. Die kann sogar heute im Osten mal mit ein paar Quellwolken ganz vereinzelt einen kleinen Schauer, ein paar Spritzer Regen bringen. Aber nennenswert wird das alles nicht sein. Diese schwache Kaltfront, die bringt einen Temperaturrückgang und dann wird es sich in den Folgetagen nächste Woche wohl wieder deutlicher erwärmen. Also es ist dieses typische Hin und Her, was wir auch schon kennen aus den ganzen vergangenen Jahren. Immer wieder so zwei, drei Wochen ja schon. Ja, schauen wir uns an, wie es weitergeht. Zunächst will ich mal die Nächte zeigen, denn mit dieser Kaltfront kommt doch kühlere Luft. Es ist wirklich, hätten wir jetzt Januar, dann hätten wir verbreitet Dauerfrost, nachts strengen Frost, denn diese Luftmasse ist eine kontinentale Luftmasse aus Nordosten. Das heißt, im Winter wäre es eiskalt jetzt und so sehen wir das ganz gut, wo die Luftmasse herkommt an den Tiefstwerten am Wochenende. Nämlich insbesondere im Norden und im Osten. Wir sehen mal auf Samstag, gleich zeige ich noch Sonntag, dass vor allem im Norden und Osten durchaus mal unter 5 Grad die Tiefstwerte liegen, teilweise sogar mal mit Bodenfrost. Also da wird es ziemlich frisch werden und da sieht man eben, was das eigentlich für eine Luftmasse ist, die natürlich aufgrund der Jahreszeit, jetzt Anfang Juni, sich mit der Sonneneinstrahlung tagsüber deutlich erwärmen kann. Schauen wir schnell, wie es aussieht am Wochenende. Im Grunde können wir schnell zusammenfassen, es wird überwiegend freundliches, sonniges, trockenes Wetter geben. Einschränkungen am ehesten so die Gebiete vom Südschwarzwald, vielleicht mal knapp bis zur Schwäbischen Alb, insbesondere aber in den Alpen immer wieder aufbrodelnde Quellwolken und einige Schauer und Gewitter, die mal auftreten können. Wie gesagt, insbesondere wird das so Richtung Alpen der Fall sein. Temperaturmäßig der Samstag vor allem nach Norden und Osten in der kühlen Luftmasse noch gedämpfter. Tagsüber so um die 20 Grad. Wärmer bleibt es insbesondere wieder in den Flussniederungen im Südwesten und Sonntag gibt es insgesamt so einen Temperaturanstieg. Allerdings schon wieder auch so Richtung Sonntag, Nordseenähe, nördliches Niedersachsen, westliches Schleswig-Holstein, durchaus wieder kompaktere, hochnebelartige Bewölkung möglich. Das heißt auch mit den nordwestlichen, nördlichen Winden an der Nordsee deutlich gedämpfte Temperaturen direkt an den Küsten, teilweise keine 15 Grad. Schauen wir, wie es nächste Woche weitergeht. So ein bisschen Bewegung und Änderung kommt insbesondere für Süddeutschland rein. Wir sehen, dass wir weiterhin zwischen dieser mächtigen Hochdruckzone über Nordeuropa liegen, aber dass dieses Gewitter Luft, dieses Gewittertiefs vom Mittelmeer so allmählich sich ein bisschen weiter nach Süddeutschland hereinschieben. Und da gibt es auch in den Modellen immer wieder Schwankungen. Wie weit kommt es wirklich mal aus den Alpen, aus dem äußersten Süden, so vielleicht etwa bis zur Landesmitte nach Deutschland voran? Schauen wir uns da dann erstmal den Montag und den Dienstag an. Wir sehen wiederum überwiegend mit der Hochdruckzone in weiten Teilen Deutschlands viel Sonnenschein. Wiederum so die Gefahr, dass es vor allem mal hochnebelartige Bewölkung an der Nordseeküste gibt. Und hier wird es wohl weiterhin am kühlsten bleiben. Mit Seewind teilweise nur keine 15 Grad direkt an der Nordseeküste. Ansonsten aber sonniges, warmes Wetter sehen wir schon. Ja, und eben die Einschränkung, dass es vor allem eben so die Gebiete wiederum Südschwarzwald, vielleicht mal bis zur Schwäbischen Alb, Oberschwaben, Schweizer Grenze, Alpen, eventuell Bayerischer Wald durchaus mal für ein Gewitter reichen kann. Und weil die Höhenströmung hier praktisch nicht vorhanden ist,
bleiben die Gewitter dann relativ ortsfest. Das heißt, punktuelle Unwetter durch Starkregen kann es hier durchaus geben. Es werden überwiegend die Hügel und Berge betroffen sein. Ja, dann schauen wir mal ein bisschen weiter in den weiteren Wochenverlauf. Ja, wir sehen schon im Grunde, wenn wir uns das Ganze mal für Freitag anschauen, von der Großwetterlagenkonstellation keine Änderung. Wir haben weiterhin die kräftige, stabile Hochdruckzone über Nordeuropa liegen. Weiterhin könnte, weil das steuernde Hoch eher westlich liegt, immer wieder mit nordwestlicher Strömung in den äußersten Nordwesten, sprich so vor allem nördliches Niedersachsen-Nordsee-Umfeld, kühlere und auch mal wolkenreichere Luft mit dieser hochnebelartigen Bewölkung strömen. Ansonsten ändert sich im Grunde nichts und deswegen schauen wir uns mal den ersten Trend an, der uns zeigt, dass vor allem eben, ja, wenn wir uns mal anschauen von Mittwoch, Donnerstag und Freitag, dass vor allem so in Süddeutschland und hier bitte nicht jetzt täuschen lassen, dass es hier verbreitet jetzt unbeständig wird, sondern am ehesten werden wohl die Berge betroffen sein. Am unbeständigsten wohl Richtung Alpen, häufiger auch dichte Wolken, häufiger Schauer und Gewitter oder auch mal Regen. Ansonsten wird es wohl so überwiegend die Berge betreffen in Süddeutschland, dass es hier mal einige Schauer und Gewitter geben kann. So ganz ausgeschlossen ist es nicht, dass es auch mal ausgreift, vielleicht bis zur Pfalz, eventuell maximal bis zur Eifel oder zum Taunus. Im Großen und Ganzen sehen wir aber, dass es auch im Süden häufig sommerlich ist. Ja, und da eben nur die einzelnen Schauer und Gewitter auftreten sollten. Sonst haben wir weiterhin viel Sonnenschein. Die Temperaturen steigen eher noch weiter an, erreichen häufiger verbreitet sommerliche Werte von 25 Grad und mehr. Mit der Einschränkung im direkten Nordseeumfeld, nördliches Niedersachsen, dass hier eben auch mal kompaktere Wolken reinziehen können und hier vielleicht dann eben auch mal die Temperaturen, insbesondere im Nordseeumfeld, deutlich gedämpfter bleiben. Ja, das mal so der Trend erstmal für die weitere Woche. Ich will dazu noch die Niederschlagskarten zeigen, die uns eben so die Ausdehnung der Gewitterluft, des Gewittertiefs von dem Alpenraum weiter nach Norden ganz gut zeigen. Wir sehen, das ECMWF hatte gestern übrigens mal, gestern Abend, schockierende Berechnung sozusagen, hatte verbreitet, wirklich mal hohe Niederschlagsmengen mit verbreitet kräftigen Schauern und Gewittern und Regenfällen in den gesamten Süden ausgreifend, ist heute schon wieder zurückgefahren worden. Wir sehen, das US-Wettermodell gibt mal so ein paar Signale auch Richtung Pfalz ausgreifend, mal ein Schauer oder ein Gewitter auch so Richtung Luxemburg, Hunsrück vielleicht. Im Großen und Ganzen sollte aber eher der Süden betroffen sein, ganz besonders eben die Alpen, wo es wohl schon deutlich unbeständiger noch wird, beziehungsweise ja auch bleibt dann in der nächsten Woche. Nach Norden hin müssen wir nicht über Regen oder nennenswerten Niederschlag reden. Jetzt kommen wir natürlich so ein bisschen zum Langfristtrend. Den wollte ich ja auch noch zeigen. Schauen wir uns mal die neuesten Karten an. Gestern reingekommen und dann erstmal dann für die Folgewoche, also die nächste Woche haben wir ja jetzt schon behandelt, schauen wir uns mal das Luftdruckmittel für die Folgewoche an. Und im Großen und Ganzen, was soll ich dazu sagen? Es gibt bei der Luftdruckabweichung ganz klare Signale für das Hochdruckgebiet weiter über Nordwesteuropa, Nordatlantik. Und dann wird wiederum die große Frage sein, wie weit reicht der Hochdruck bis nach Skandinavien? Kommt vor allem der Norden mal in etwas kühlere Luftmassen oder ist es eher die östliche Strömung mit sommerlich warmen Luftmassen? Also im Großen und Ganzen zeigt uns diese Konstellation auch für die Folgewoche keine großartigere Änderung bzw. keine Änderung der Großwetterlage über Europa. Weiterhin stellt sich natürlich die Frage, ob mal Gewitterluft in den äußersten Süden schwappen kann. Wiederum, auch wie nächste Woche, sollte es eher nach dieser Konstellation der Fall sein, dass eventuell der Süden Deutschlands auch mal in Schauer- und Gewitterluft kommt, dass es dort auch mal kräftiger krachen kann. Ansonsten, was sehen wir noch? Schauen wir uns mal die Temperaturabweichung an. Und in dieser Woche werden im Grunde in weiten Teilen Europas keine markanten Temperaturabweichungen gezeigt. Bei uns in etwa dürfte es um die Mittelwerte herumpendeln, was eben relativ warm ist oder auch mal sommerlich warm. Aber das deutet eben nicht auf eine markante Hitzewelle hin. Was sehen wir noch? Schauen wir uns die Niederschlagsabweichung für die Woche an. Sehen wir ganz klar eher unterdurchschnittliche Niederschläge in dem Streifen, den wir schon gewohnt sind, was wiederum darauf hindeutet, dass die Großwetterlage sich kaum ändert von den britischen Inseln über weite Teile Mitteleuropas bzw. auch über Deutschland bis so ein bisschen nach Osteuropa rein. Eher unterdurchschnittliche Niederschläge, zu trocken für die Jahreszeit und weiterhin eben die häufigen Regengüsse, Gewitter, insbesondere dann auch so über Südwesteuropa beziehungsweise auch im Alpenraum, da wird es wohl häufiger nass werden. Eben, wir sehen schon, vor allem in den Süden Deutschlands könnte das auch mal übergreifen. Ja, schauen wir uns dann nochmal die Folgewoche an. Wir gehen ja jetzt Woche für Woche durch den Juni.
Ich zeige dir immer die 7-Tage-Abweichung vom Luftdruck, Temperatur, Niederschlag. Ja, und was sehen wir dann für die Folgewoche? Es wird ein bisschen interessanter, wo so ab Mitte, Ende, zu Richtung Ende Juni werden. Denn wir sehen ganz klar, dass jetzt eine negative Luftdruckabweichung, eine Anomalie gezeigt wird für mehr Tiefdruck im Bereich Atlantik, Westeuropa, der so ein bisschen nach Mitteleuropa ausgreifen kann. Im Großen und Ganzen stellt sich jetzt also die Frage, schafft es wirklich mal vermehrt Tiefdruck westlich von uns, Westeuropa, der dann eben es schafft, die feucht-warme Gewitterluft wirklich mal weiter nach Norden gegen das bestehende Blocking hoch anzudrücken und dass es dann eben häufiger mal Schauer und Gewitter gibt. Am ehesten dürfte die Wahrscheinlichkeit steigen im Süden und im Westen Deutschlands oder so in der Südwesthälfte. Nach Osten, Norden hin bin ich äußerst skeptisch. Und ob das überhaupt so kommt, das wurde uns schon häufiger gezeigt. Und im Endeffekt war das Blocking über Skandinavien doch stärker gewesen und hat eben uns die Gewitterluft vom Hals gehalten. Wenn wir uns dazu mal die Niederschlagsabweichung für die Woche anschauen, sehen wir schon zarte grüne Signale. Insbesondere deutliche überdurchschnittliche Niederschläge werden mit der Tiefdruckzone dann über Westeuropa gerechnet und dann eben auch weiterhin im Bereich Italien und so ein bisschen grün, das heißt überdurchschnittliche Niederschläge, was auf vermehrte Schauer- und Gewitteraktivität hindeutet, wird dann auch mal Richtung Deutschland berechnet. Ich sag nur, ich bin erstmal äußerst skeptisch. Wir müssen mal schauen, wie weit die Gewitterluft es dann wirklich nach Deutschland schaffen könnte. Ja, im weiteren Verlauf, ich wollte noch die Folgewoche zeichnen, gibt es keine klaren Signale. Deswegen habe ich gedacht, da gehe ich nicht mehr auf ein in die Woche, die ja dann so den Ende Juni und den Übergang in den Juli zeigt. Was mir aber aufgefallen ist, ich bin diese Langfristkarten durchgegangen, die jetzt so etwa bis Mitte Juli reichen, von der Berechnung gestern. Und da ist mir aufgefallen, von der 7-Tage-Luftdruckabweichung für Anfang Juli, das wollte ich noch zeigen. Ja, was sehen wir hier? Muss ich da noch groß was zu sagen? Nachdem eben erstmal Ende des Monats eher verschwommene Signale sind, gar keine klaren Tendenzen, sehen wir dann Anfang Juli, ja, schon wieder den alten Bekannten, schon wieder markante Luftdruckabweichung Richtung Island, Richtung britische Inseln, irgendwo Nordmeer oder eben auch so auf dem nördlichen Atlantik. Das heißt schon wieder Tendenzen für ein starkes Hochdruckgebiet nordwestlich von uns. Ja, das würde eben schon wieder eine ähnliche Konstellation bedeuten. Man kann also beim gesamten Trend erstmal zusammenfassend sagen, ob es wirklich eine längerfristige, deutliche Umstellung gibt von diesem Blocking, von diesen Hochdruckgebieten, immer wieder über Nordeuropa, Nordwesteuropa, ob es wirklich reicht für eine markante Umstellung, ist erstmal äußerst fraglich oder ob es nach kurzen Unterbrechungen nicht sich doch wieder neu generieren wird. Da müssen wir erstmal schauen, da bin ich auch erstmal äußerst skeptisch. Das heißt so zusammengefasst, Gewitterluft könnte am ehesten mal in den Westen und Süden wohl hereinsuppen und niederschlagstechnisch sieht es insbesondere für den Norden und Osten wohl äußerst schlecht aus, weil im Osten ja auch wirklich Niederschlag gebraucht wird. Denn wenn wir uns das Ganze mal zusammengefasst anschauen, dass ich die gesamte Niederschlagsabweichung jetzt von der gesamten Berechnung bis Mitte Juli sehen wir nämlich weiterhin in der Summe. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass es auch mal im Norden und Osten regnen kann, aber in der Summe wird über den gesamten Zeitraum eher der Fortbestand des Musters gezeigt, dass wir in diesem breiten Streifen auch so von den britischen Inseln über weite Teile Deutschlands eher unterdurchschnittliche Niederschläge zu trockenes Wetter haben und weiterhin in Südeuropa zu nass, mit der Option, dass das Ganze am ehesten mal auf den Süden Deutschlands übergreifen kann. Das soll es für heute gewesen sein. Wir schauen morgen natürlich auch wieder in einem neuen Video auf das neueste Update. Allen ein schönes Wochenende. Bis dann und ciao.